In einen ganz normalen Wagen passt Yannick mit seinen 2,24 Meter Lebensgröße nur sehr bedingt rein. Von Schalten oder Lenken kann da gar keine Rede sein. Yannick ist 19 Jahre alt und der derzeit größte Deutsche. Im Alter von 14 Jahren war er größer als Basketballstar Dirk Nowitzki mit seinen 2,13 Meter. Allein im letzten halben Jahr ist der Schüler um 2 Zentimeter auf seine jetzige Größe von 2,24 gewachsen. Verreisen ist ein großes Problem, dann Klamotten und halt, wie gesagt, bis vor kurzem war der Führerschein ein Problem, aber das hat ja die Fahrschule gut gelöst. Fahrschulinhaber Jörg Vespermann hat extra seinen Van zu einem XXL-Fahrschulauto umgebaut. Da passt nun auch Yannick locker hinters Steuer. Es begann eigentlich mit einem Telefonat der Mutter von Yannick mit der Bitte, ob ich nicht den Sohn ausbilden könnte. Da sage ich, erst einmal ist das mein Hauptjob. Dann sagt sie, Entschuldigung, stopp. Ja, der ist aber 2,23 Meter. Da schluckt man natürlich erstmal so ein wenig. Das ist auch ja mit meiner Vorstellungsgabe im Moment so ein bisschen schwierig gewesen, wo ich gesagt habe, kommt erstmal her, ich muss mir das erstmal angucken. Und dann habe ich ganz einfach gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Gesagt, getan, Lösung gefunden. Jetzt kann Yannick selbst mit Schuhgröße 55 Gas, Kupplung und Bremse bedienen. Und auch das Gurtsystem wurde entsprechend umgerüstet. Die haben eine Sitzschienenverlängerung eingebaut im Auto und die hat extra nochmal verstärkt nach hinten. Und das gibt es halt so nicht zu bekommen für Normalverbraucher. So, ich habe das jetzt alles erklärt. Wenn keine Fragen mehr sind, bekomme ich dort unten rechts bitte eine Unterschrift mit dem Datum. Nur noch schnell im Büro den Vertrag unterschreiben, dann steht den ersten Fahrstunden nichts mehr im Wege. Genau, so ist noch besser.